Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Pokesonic. Mein Name ist Jarek und es gibt wieder eine kleine News-Folge für euch. Das heißt, wenn ihr die nächsten 2-3 Minuten Zeit habt, dann bleibt gerne dran und schaut euch die neuen Pokémon-Produkte an, die es exklusiv zum 25-jährigen Jubiläum des Pokémon-Sammelkartenspiels gibt, beziehungsweise von Pokémon selbst, nicht nur vom Sammelkartenspiel. Und die Produkte wurden jetzt kürzlich geleakt. Ihr seht es hier am 26. Das heißt, richtig frische News. Und diese Produkte wird es im Pokémon Center USA geben und natürlich auch in den anderen Pokémon Centern. Und es ist Merch. Das bedeutet, wir haben insgesamt 5 Produkte. Das heißt, wir haben eine Double Deck Box, so heißt sie im Englischen. Wir haben dann 2x Card Sleeves und wir haben eine Spielmatte, und zwar in 2 verschiedenen Varianten. Das Design der ganzen Produkte ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es nicht so mega gut. Ich finde tatsächlich die unterste Spielmatte ziemlich cool, die darüber geht so, und auch zu den Sleeves. Das finde ich relativ, da hätte man mehr rausholen können, aber ich würde einfach mal sagen, wir gucken mal von oben nach unten durch. Das hier ist so eine Double-Deck-Box. Das bedeutet, ihr könnt hier sieht man das am besten, ihr könnt 2 Decks hier reinbauen. Das bedeutet, pro Seite habt ihr hier Platz für mindestens 60 Karten. In der Regel und aus Erfahrung kann ich euch sagen, dass da meistens so 80 bis 90, vielleicht sogar 100 Karten reinpassen. Das bedeutet, das Ding ist eigentlich gut für, ja, wenn ihr auf irgendwelche Turniere seid, dann könnt ihr hier 2 Decks reintun oder wenn ihr die zu Hause irgendwie aufbewahren wollt. Die Deck-Box ist in so einem Kunststoffdesign, was man halt aus solchen Decksboxen kennt, ist nichts Hochwertiges, ist also relativ günstig hergestellt. Er hat natürlich das 25-jährige Logo hier drauf, plus die ganzen Starter-Pokémon im Hintergrund. Das mit diesem grauen Hintergrund hier finde ich ziemlich schön. Also das ist auf jeden Fall eine gute Designfrage. Zu der Qualität, ich habe es natürlich noch nicht in live gesehen, aber es wird wahrscheinlich so sein wie die ganzen anderen Hartplastikboxen, die ich so in meinem Leben gesehen habe, und das waren mittlerweile einige. Das hätte man für ein 25-jähriges Jubiläum meiner Meinung nach auch ein bisschen hochwertiger machen können, denn wenn man sich den Preis anguckt, also das ist angegeben hier mit $13, das bedeutet, das werden 10 Euro sein. So eine ähnliche Box kriegt man von Ultimate Guide für 2,50 € hinterhergeworfen, für ein einzelnes, also finde ich 10 Euro relativ teuer dafür, dass die wahrscheinlich, das ist aber tatsächlich nur eine Mutmaßung von mir, relativ günstig verarbeitet ist. Aber wie gesagt, das ist nur meine eigene Meinung, das muss jeder selbst wissen. Generell finde ich, das ist eine schöne Sache, aber da wäre noch einiges mehr gegangen, finde ich. Vor allem für ein 25-jähriges Jubiläum. Dann haben wir 2x Card Sleeves, einmal die in einem dunklen Design und einem hellen Design. Auch hier finde ich den Hintergrund ziemlich cool. Also ich muss sagen, das feiere ich sehr. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und auch das mit dem Logo ist okay. Wäre vielleicht auch ein bisschen mehr gegangen. Interessant wäre natürlich die Frage, ob das hier so eine raue Oberfläche ist oder ob das so eine glatte Oberfläche ist. Denn wenn es so eine glatte Oberfläche ist, wie bei den Top-Trainer-Boxen, dann sind diese Hüllen absolut nicht spielgeeignet. Aber ich glaube, diese Hüllen will man eh nur zum Sammeln haben. Und dann haben wir natürlich 2 Spielmatten. Die Spielmatten kennt ihr aus YouTube-Videos, aus meinen YouTube-Videos oder von allen anderen YouTubern, die irgendwas mit Pokémon zu tun haben. Diese Matten hier sind in erster Linie dafür da, um bei einem Turnier seine Karten nicht auf den Tisch zu legen, sondern auf so eine Matte. Auf dem Tisch kann ja immer irgendwie was sein und man kann die Karten einfach von solchen Matten besser anheben. Und da gibt es jetzt 2 Designs. Auch hier findet ihr im Hintergrund die ganzen Pokémon-Starter, links das Logo und rechts den Pikachu-Schweif, und hier, das finde ich ziemlich cool, ein bisschen cleaner. Das bedeutet, hier auf der linken Seite sieht man es nochmal ganz gut, ihr habt einfach nur die ganzen Pokémon im Hintergrund mit einem sehr clean Design. Hier unten das Logo, relativ dezent, ist natürlich immer noch sehr groß, aber relativ dezent. Und diese Matte finde ich persönlich von den ganzen Produkten am schönsten, und das wäre tatsächlich auch die einzige Sache, die ich mir kaufen würde. Alle anderen Sachen, muss ich nicht unbedingt haben. Für die Sammlung, weil es 25 Jahre Pokémon ist, ist okay, als Ziel eins davon mal irgendwie in so eine Box tun und die einfach zu besitzen, finde ich nicht schlecht, aber heiß bin ich jetzt darauf nicht. Ich muss tatsächlich sagen, da wäre auf jeden Fall noch mehr gegangen, und ich hoffe auch, dass noch mehr geht und dass das nicht alles war.
Und ja, ich würde einfach sagen, das war's schon. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare. Sagt mir einfach in den Kommentaren, wie ihr diese Produkte findet, ob ihr die unbedingt haben wollt und ob der Preis vielleicht gerechtfertigt ist oder doch vielleicht zu teuer ist. Das müsst ihr dann selbst wissen und lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag wie immer, ciao, ciao.